Hallo, herzlich willkommen, moin moin, liebe Zuschauer, Let's Play Landwirtschaftssimulator, Folge 296 wird das heute. Bin mal dazu gekommen, die armen Videos zu schneiden und weiß mittlerweile wieder, bei welcher Folge wir stehen geblieben sind. Wir werden heute, glaube ich, mal die neuen Traktoren, die wir uns hier gekauft haben, mit Sämaschinen bestücken. Mit großen Sämaschinen, denn ich habe noch mal wieder ein paar neue Mods dabei. Die holen wir uns das erstmal. Na gut, müssen wir vielleicht auch in die Kategorie Mods gehen. Macht wahrscheinlich Sinn. Was machen wir heute? Auf jeden Fall mal die ersten Felder bestellen. Ich denke mal, dass wir irgendwo oben anfangen werden. So, 18 Meter breit. Ich kann auch alles sehen. 150.000 kostet so eine. Und ich dachte eigentlich, dass ich noch eine mehr hätte, die ich jetzt aber irgendwie gerade nicht sehe. Oder ist hier irgendwie woanders gelandet? Manchmal kann das ja auch unter Diverses sein, wenn es nicht in der richtigen Kategorie ist. Naja, scheinbar nicht. Na gut. Schade. Okay, da bleibt, ich hatte nämlich eigentlich noch mal so ein mittleres Ding genommen. Das ist nicht 18 Meter breit, sondern 12 Meter. Weil mir dieses Standardgerät echt, naja, sagt mir nicht zu mit der Arbeitslänge an sich. Also dachte ich mal, kaufen wir uns hier von zwei. Kein feuriges Korbon auf Flügen nötig. Direktsaat und Düngefunktion. Kein feuriges Korbon, Flügen oder Düngen nötig. Gleichzeitig Düngen, das wäre natürlich interessant, ne? Wir kaufen uns hiervon einfach mal zwei in Schwarz, Blau. Irgendein Grau. Ja, Auswahl wird gekauft. Kaufen wir gleich noch eine von. So, wollen wir mal gucken. Achso, warte. Ne, dann sollen wir uns vielleicht auch noch mal ein paar neue. Warum sie? Frontgewichte. Wo sind die Frontgewichte? Auch zwei Stück von. So. Dann mal ab zum Händler. Unsere neue Ware abholen. Ja, was gibt es eigentlich Neues? Ich würde mich mal bei allen Zuschauern hier bedanken, denn mir fällt ja mal gerade so ein, jetzt gerade in diese Tage, mein Kanal hat die 100.000 Videoaufrufe geknackt, was ja echt schon mal so eine kleine Hausnummer ist, hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Okay, grau ist nicht wirklich hübsch, ne? Wir hätten irgendwie rot nehmen sollen. Und wir müssen dann ein bisschen geschickter ranfahren. Ja, also da, ne? Vielen Dank für euch Zuschauer, die dabei sind. Oh Gott, der hat auch so einen. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem überhaupt fahren wollen, weil der hat so einen riesen Wendekreis. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja, kräftige neue Saattechnik. Saat wählen, Sämaschinen aufklappen, Spurreißer, Feldbegrenzung abschalten, Feldbegrenzung abschalten, Feldbegrenzung abschalten. Warum steht das da dreimal? So, okay, brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen sie aber natürlich erstmal auffüllen. Spurreißer hängen hinten irgendwie ein bisschen blöd bei der Seite raus. Naja, okay. Okay, fahren wir mal wieder zurück. Machen wir vielleicht auch mit Warnblinklicht besser. Auch ganz gut Kapazität. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge mal so ein bisschen Holz gemacht. Wie gesagt, ihr könnt ruhig mal einen Kommentar schreiben, wollt ihr davon noch ein bisschen mehr sehen. Oder lieber nicht. Ich wollte jetzt erstmal hier diese neuen Mods ausprobieren. So.
So, das ist auch noch so ein kleiner Treibstofftank, genau. Ganz schon gewundert. Saatwehensäemaschine aufklappen. Also befüllt das meistens mit Taste R. Saat wählen. Raps. Ja, hier kann man wie gesagt alles wählen. Raps nehmen wir dann einfach. Wir haben aktuell nur noch 866.000. Also man schafft es dann doch hier irgendwie, wenn man sich viel, viel Land kauft, alles Geld unter die Leute zu bringen. Oh, was ist das eigentlich noch da drüben? Ist Gerste, oder? Da wird hier natürlich Gerste auch Sinn machen. Oder? Guck mal, was haben wir hier eigentlich gesät? Ja, Gerste. Sieht schon recht reif aus, ich weiß. Ich will aber jetzt nicht diese vier Felder ernten, sondern erstmal wieder ein paar neue Felder hier bestellen. Wir werden dann natürlich auch möglichst schnell zu den neuen Feldregionen kommen und ich denke eben mit unserer neuen großen Saattechnik hier, davon haben wir jetzt ja gleich zwei Stück im Einsatz, dass wir die Felder dann relativ schnell bestellen können. Also wir wollen hier das Gerät natürlich erstmal ausklappen, dann wollen wir hier Gerste sehen. Gespannt, ob das Gerät überhaupt ordentlich funktioniert. Ich habe ja keinen Plan. Spurreißer. Naja, kann er auslassen. Wollen wir nicht. Aber ich komme irgendwie nicht. Ne, ich glaube, den musste man extra kaufen als Zwillingsreifen, aber den konnte man das nicht auswählen, wenn ich das richtig entsinne. So, es wird schon mal irgendwas gesät, das ist schon mal gut. Da heizt auch ganz schön schnell übers Feld. Ich hätte eine andere Farbe nehmen sollen, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber verkaufen und eine andere Farbe macht jetzt auch keinen Sinn. Ich will noch einmal kontrollieren, dass ich den Wachstum ausgestellt habe. Ja, genau. Passt alles. Alles gut. Machen wir hier gleich den ersten zumindest schon mal in Arbeit. Das ist echt mal eine Arbeitsbreite. Mit der kommen wir gut zurecht. Jetzt nur noch die Frage, wie gut wendet der eben. Das müssen wir uns dann mal angucken. Ich habe doch den Helfer ausgeschmissen. Ja. Besonders weit einlenken tut er ja nicht gerade, ne? Gerade ein leichtes Wendeproblem. Okay, die hat gar keine Kollision scheinbar. Das liegt aber am Mod selbst dann, dass der irgendwie in der Karte verschwindet. Kann ich nichts für. Ja, das erste Mal selbst vorfahren ist immer ein bisschen nervig, aber es nützt nichts. Wir spielen die Graben-Version, die andere gibt es ja noch nicht. Und sowieso bin ich eher der Typ, der ein bisschen anspruchsvolleres Spiel haben will, als einfach nur alles laufen zu lassen. Gefällt mir, dass du so schnell arbeitest. Also der rast echt förmlich übers Feld, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Und ich glaube, irgendwie gedüngt wird jetzt trotzdem nicht, ne? Das hört sich zwar irgendwie so an, als würde er düngen, aber das sieht ja nicht gedüngt aus. Oder doch? Vielleicht wäre das andere heller. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht genau. Oh, schon wieder ein bisschen zu weit. Ganz gut verbrauchen, ne? Also 500 ist schon weg.
Aber wenn wir dann den Helfer laufen lassen, gut, dann stört es uns nicht. Selber dieses kleine Stück hier. Ja, wir müssen erstmal das hier Saat wählen. Haben wir. Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, das geht. Nicht. So. Läuft genauso wie bei den anderen. Muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen an so eine Arbeitsbreite. Und auch an dieses. Oh Gott. Na, ich sag nix. Ich habe bei dem Mod geholt. Jetzt muss ich auch erstmal damit leben. Dass wir einen Traktor haben, der wirklich einen Wendekreis hat wie ein Bus. Wenn nicht schlimmer. Furchtbar. Das ist einfach nur nervig. Mal gucken, wie unser John Deere läuft. Den holen wir gleich, sobald wir den hier im Einsatz fertig haben. Suchen wir uns mit dem John Deere gleich das nächste Feld. Dahinter, naja, müssen wir gucken. Da haben wir Weizen. Jetzt müssen wir einmal rechts den Helfer stoppen. Das dauert ein bisschen länger als ich dachte, muss ich sagen. Mit dem kann man echt nur Fläche machen. Man sollte mit dem nicht versuchen, Feldumrandungen zu vollziehen. Ich hoffe mal, unser anderer Traktor ist nicht ganz so der Fehlkauf, weil wir da ja schon gemerkt haben, dass wir da grafikmäßig ein bisschen mehr Anspruch haben. So, ich glaube, er fährt los. Das ist eigentlich das Frontgewicht gesenkt. Das können wir jetzt auch nicht mehr einstellen. So, hier haben wir ihn doch. Grafisch echt top gelungen. Finde ich deutlich schicker. Ich hoffe mal, meine Grafikkarte, mein Rechner kommt damit klar und schmiert nicht gleich ab. So, wir müssen jetzt mal wieder unser Frontgewicht holen. Egal, was er zuerst. Eigentlich hätten wir erst die Sämaschine holen sollen, glaube ich. Sieht irgendwie ein bisschen anders gefärbt aus, kann das sein? Ja, da müssen wir das erst. Schalten der Taste. Doch, das Spiel schmiert ab. Oder? Irgendwie hänge ich komisch. Irgendwas hat er jetzt wahrscheinlich durch die beiden Mods. Achso, okay, das geht nur, wenn nichts angekoppelt ist. Dann kann man auf Zwillingsreifen umschalten. Wissen wir das auch schon mal. Obwohl irgendwie jetzt die Maus hier komisch im Spiel hängt. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe mal, es gibt sich gleich wieder. Warum? Ich muss jetzt die rechte Maustaste gedrückt halten. Naja, ich weiß nicht, was das soll. Will ich das an der Kameraperspektive? Liegt es am Mod? Haben wir zu viel ange. Gott, oh Gott. Zu viel angeklickt. Das ist definitiv buggy gerade. Das liegt an dem Mod. Das ist echt besonders ärgerlich. Auch hier drin geht das ja nicht. Ich kann zwar so, wenn ich rechte Maustaste gedrückt halte, mich ein bisschen umgucken.
Linke Maustür öffnen. Ne, wir wollen die Tür nicht öffnen. Wir sind gerade irgendwie buggy. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel gleich nochmal neu starten muss oder nicht. Okay, jetzt habe ich aus Versehen die Tür auf. Lass mal lieber zu. Oh, oh, oh. Ich ahne Böses. Naja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich bei euch für diese Folge. Wir machen es dann gleich in der nächsten Folge weiter mit diesem Gefährt. Ich werde aber einmal schnell mal raus aus dem Spiel und gucken, ob wir die Maus dann gerettet kriegen. Ich hoffe es einfach mal. Also denn, ich danke euch fürs Zuschauen und wollte mich nochmal bedanken, dass ihr bei den, ja, dass du sozusagen, du gerade Zuschauer, der jetzt noch vielleicht dabei ist, einer von 100.000 hier auf dem Kanal seid. Also ich freut mich echt, würde mich auch über ein Like, Kommentar und so weiter freuen. Und auch wenn ihr dann morgen in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also schönen Tag euch noch, schönen Abend, bis morgen. Tschüss.